So, did you kill her? Yes. Schubst ihn ins Wasser. Und dann klau seine Gegenstände, die er da liegen hat. Wie er sich einfach da mit einer Pappschachtel hinsetzt und sich eine Pfeife raucht. I killed her. Ah, no, I mean. Well, if you give me your name and address, I'll come later on. Das ist der Jane. Where do you live? Geht einfach. In the woods. And what's your name? Warum benutzt du nicht die Straße? Sir. Hier ist ein Weg. Farmhouse, okay. Ich guck trotzdem erstmal mal hier, ne? Ja, nicht, dass wieder irgendwo... sitzt noch ein Hobo irgendwo rum. Neues Stück Schmuck da unten. Ja, noch ein Toter. Neue Leiche, genau. Irgendjemand muss dann noch sterben, kann doch nicht bei der einen bleiben. Oh, das wäre cool. Hoffentlich. Oh, meinst du, die stellen den Dar? Die Schauspielern das wäre hervorragend. Ja, am liebsten würde ich ja den Detective sterben sehen, weil das bestimmt gut dramatisch ist. Jetzt hier einfach auf. Ja, weil es ist eine Stunde später. Alter, sein ist Gesicht ein Zeitschloss stirbt. Gewesen. Das Gesicht würde komplett eskalieren. Ja, und dann sind wir bei Geisterpiraten und müssen Krog mischen. Krog. Fancy. Dass man seine ganze Zeit seinen Kopf nicht sieht, ist... Aber so bestimmt mit einem anderen Schauspieler gemacht. Dieses Dorf ist super cool. Ja. Es fühlt sich auch sehr echt an, so. Ich habe das Gefühl, dieses Dorf gibt es mit diesen Leuten irgendwie. Mit den drei, vier Leuten. Ja, es ist gutes Worldbuilding. Okay. Aber hier kann ich nichts... Hier ist ja nix. Nichts machen. Warum ist jetzt dunkel draußen? Weil es schon 6 Uhr PM ist. Ja, aber es war ja gerade nicht... Also in... Hast du das gesehen? Mhm. Ja. Was denn? Naja, geh nochmal ins andere Zimmer rein. Weil es dunkel war? Ja. Ja, das hab ich gesehen. Komplett dunkel. Hab ich irgendwas noch? Hier, den Silver Keys. Oh, kann ich nicht benutzen. Schade. Screwdriver, kann ich es aufbrechen? Schade. Können wir was reinkratzen, dass wir hier waren? Ja. Sie hätten mir nur... Das wirklich etwas, was er machen würde. Und er würde dabei sehr begeistert mit den Augenbrauen. Das hat uns ja jetzt genau gar nichts gemacht. Schnalzen? Was machst du mit seinen Augenbrauen? Schnalzt er mit Augenbrauen? Ja, man schnalzt mit Augenbrauen, Robin. Also wenn du das hinkriegst, dann kriegst du... Ich finde, das ist das Augenbrauen-Äquivalent von Schnalzen. Pass auf. Ja? Gerade mit meinen Augenbrauen gemacht. Echt? Ja. Krass. Also ich finde, das ist aber das Äquivalent davon. Okay, Farmhouse. Abby Farm. Jetzt nur die Frage, von wo man da hinkommt. According to the map, Abbey Farm is across the road there. Das ist die Farm? Ja, heißt vielleicht nur so. Gutes Shirt. Pullover. Ich finde, man sieht sofort, dass er ein guter Schauspieler ist. Irgendwie allein der Blick war schon kurz, weil das sah so aus, als ob er fast angefangen hätte zu lachen. Alter. Where do you want to sit? Oh, anywhere's fine. Ist das Zombie Angela Merkel? James, sit there. Ah, das ist James, ist eine. Ja, also James, glaub ich mir schon. Ja, du bist also. Why are you asking me about Cape High? Ja, da wirkt doch wie jemand, der Küchenbier kauft. Thompson. Why, what did he say? That you all went to college together, you and Kate. Is that right? Might have done. Right. Good enough. Okay. Er sitzt alleine vor seinem Feuer. Ja. When was the last time you saw Kate Vine? Can't remember. How did you know her? Through Simon. His girlfriend was mates with her. Saw her around college a few times. Did you socialize with her much? Nah. She wasn't my type. So I killed her. She wasn't dead. Also ja, wirklich. She wasn't dead, yeah. Did you know whether Kate had lost this or not? No idea. Warum? Naja. Also wirklich, das ist der enttäuschendste Item in der Videospielgeschichte. What do you know about Simon's bike? What bike? You haven't seen him on a bike. I haven't seen him. When was the last time you saw him? About a month ago. Das ist in dem Dorf unmöglich. Ich wollte gerade sagen. Das ist sehr seltsam, weil das soll angeblich seins sein. Die Sache ist, ich kann jetzt halt... Kannst du nicht einfach die beiden hier miteinander verbinden? Nee. Schade. Wäre schön. Weil das ist ja eine Contradiction, aber ich kann sie aber nicht... Aber ist das der... Soll das sein Cousin sein? Ich dachte, das Fahrrad ist von seinem Cousin und das war sein Cousin. Nee, sein? Genau. Das ist doch... James ist doch jemand anders. Ja, ach eben. So. Ah, okay. Das habe ich dann vermixt. Ever seen one of these before? Freedom Necklace. I don't think so.
Digga, also ja. Der lügt doch. Have you ever tried Simon's Homebrew? Thompson's Tar? Yeah, I've tried it. Did he sell it? Well, not to me, not for money anyway. Ach, Herbs, richtig, Herbs. What did you trade? Marihuana. Nice herbal tea, as it happens. Him and his girlfriend were into it. What was his beer like? Lethal. Strong. Knock your eyes out. ins Feuer guckt. Bin sehr gespannt, wie diese. Ja. Dass sie nicht da ist. Das ist vielleicht auch nur ein Bildschirm. Ja, oder so, eine Lampe einfach. Kannst du auch noch runter, ja. Know anything about Black Mirror, the broken window at the pub? Don't go to the pub. You've never been to the pub. Das hat er nicht gesagt. Not about 2 months, 3 months. Was ist denn da los? Warum geht denn keiner mehr in den Pub? Ja, weil sie alle den Homebrew von den 6 Leuten, die diesen Pub buchen. This. Should I have? No, it's okay. Wie er gerade auch so war. I hate this guy. Know anything about an argument? Ich wette, der ist einfach tot. No. Oh wow, das war. Gut. Der ist einfach. Know anything about an argument at the pub last Friday? No. Oh, es war ein anderes, oder? Nee. Das war das gleiche. Echt? Ja. Das war kurz sogar. No. Ever seen one of these? Seen them around college. Das ist ja wirklich sehr hilfreich, also kein bisschen hilfreich. It's a business course, that's Simon, he's on it. You wouldn't be interested in that sort of thing. And you haven't discussed it with Simon? Not really. Business doesn't interest me. What do you do for a living? I hate business. Herbs. Okay, aber hier muss doch eine Contradiction bei sein. Der ganze Typ ist eine. Also keiner mit so einem Pullover sitzt vor so einem Feuer. Er kann sich nicht erinnern, wann er sie das letzte Mal gesehen hat. Genau, er kennt sie nur durch Simons Freundin Emma. Genau. Und hat mit ihr auch nichts zu tun. Genau. Didn't know about Simon's bike and last saw him a month ago. Month ago. Kennt aber die Karten nicht. Also weiß eigentlich nichts. Aber Simon, haben sie sich da zum letzten Mal dann gesehen oder was? Vor einem Monat, als sie gehandelt haben? Ne? Also als sie... Ja, das ist okay. Ja, ja, genau. Okay. Ja, er sagt ja nicht, wann das hier war, das letzte Mal. Seit 2 Monaten, das ist okay. Mhm. Seit wann ist denn Simon hier, Atlas-Kurs? Jetzt seit 3 Monaten. Obwohl, dann kann er es wissen. Ja, ja, dann kann er es wissen. Oder hat er noch, Tja. Is very strong. Hasn't discussed. Irgendwie wirkt das für mich auffällig. No, Simon is on the Atlas course. Hat der Simon gesagt, dass das vor 3 Monaten war? Mhm, seit 3 Monaten geht er da rein. Okay, und seit einem Monat hat er nicht mit ihm geredet, ne? Ja. Stand das irgendwo? Ja, ja. Wo stand denn das? Last 2 months. Ach so. About ja. A month ago. Hat der Simon gesagt, dass er immer noch... Ich probiere es einfach mal, ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum das jetzt funktionieren sollte. Mit dem Atlas-Kurs? Nee. Vielleicht, weil er so begeistert wirkt, dass er dann bestimmt darüber geredet hätte. Hä? What? Nee. Hätte er vielleicht... Nee, ja, nee, ich sehe nichts. Nee, gerade auch nicht. Be back later on, if that's okay. Ich konnte ja noch hier rechts rein. Ging's ja nicht nur zurück? Mhm. Oh. Wir gehen mal bestimmt noch was stehlen. Ja, ja. Wir finden Alter, der hat wirklich eine kleine Fahne. Wir finden hier bestimmt die Mordwaffe. Oder einen Kopf. Einfach mal einfach reingehen. Können wir mal ins Greenhouse gehen? Oh, ich find's rumliegt. Super lustig. Hoch! Ja, der macht halt hier die Ausschnitte. Nimmst du einfach mit? Das wie er sich auch immer umguckt dabei. Das ist meiner. Ne, hat er da gelassen. Achso, wir haben es aber als Ding bekommen. Ja, nur als Talking okay. Point. Ja, dann fragen wir ihn da nochmal. Wie ein Phoenix Wright mit der Gericht sagte. Mhm. Das hat man ja auch nicht alles da. Oder Eleanor. Okay. Ich bin, also bei Phoenix Wright bin ich mir sehr sicher, dass er wirklich alles da hat. Den Papagei. Papagei. Essen, alles. Hallo, wer hängt sich denn sowas? Please ring the bell. Ich weiß. I'll ask you a couple more things, please. Nein. Kommen Sie doch rein. Ich sitze immer noch vor meinem Feuer. So, jetzt. Now,
What's all this stuff in the workshop? Paint and stencils and things like that. What's wrong with you? Just a little sideline of mine. Oh, you do picture framing. They're black mirrors. Scrying mirrors. Now, what's a scrying mirror? Show you one if you want. Oh, oh. Nein. Vampire. Er ist ein Vampir. Ablehnen. In der Kettensäge zurück. Oh, oh. Scrying goes back centuries. The ancient Persians did it. This country pagans still practice it. The fortune tellers pretend to do it. That's what the crystal ball's all about. It's all scrying. Mirror's just one way of doing it. But what is scrying? Depends who you are. People do it for different reasons. What sort of reasons? Exploring your mind. Clearing your mind. Communicating with the dead. Oh, bitte können wir mit ihr reden. Is that what you use them for, James? Communicating with the dead. Das ist einfach mit der Toten reden. Days? And there's a market for these, is there? Lots of people want to talk to the dead. Even if they don't believe in it. Do you make a profit on them? I don't do it for the money. How very charitable of you. Can I keep this? Keep it. No, klar, keep it. Black mirrors and hookah pipes. I wonder what else James is into. Womit er sein Geld verdient, wissen wir immer noch nicht. The sells them, also er verkauft sie doch, aber ohne Profit. Mhm. Oder er sagt zumindest, er macht es nicht fürs Geld. Also vielleicht macht er auch Profit, aber... Ja, da steht ja... Ah, nee, das ist ein Profit, okay. Hat ja. Okay, da haben wir doch schon mal... Das hat uns geholfen. Ich durchsuche noch ein bisschen das Haus. Darf ich den Trecker mitnehmen vielleicht? Zurück. Das ist ein sehr großes Dorf. Wenn wir mit dem Trecker rumfahren würden, ja. Das wird garantiert noch okkult. Und dann kommen Spezialeffekte dazu, ja, und ich bin sehr gespannt. Oh, das wäre so gut, hoffentlich. Dass es so ein bisschen Phantasmagoria wird. Phantasmagoria 3. Ja. Das wäre so gut. Und schlafen auch alle miteinander noch. Oh! A few more questions, if you don't mind. Ja, das ist jetzt aber wirklich viele, viele, viel gehypt. Ich bin viel gehypt. Have you seen one of these before? Is it meant to be black like that? I think so. No. Good talk, good talk. Gut. Dann hat sich ja gelohnt. Rebecca, you are useless. Ja, machen wir doch schon. Ja, ich dachte vielleicht... Ist Geister, jetzt verstehe ich das. Geisterparty. Ah. Was? Weil man Leute hört, die nicht da sind. Ah. Geister, die sieht man auch immer nicht. Aber das sind sie, das sind sie, das sind sie. Habt ihr gesehen? In dem Geister? Hat man die Leute, ja, in dem Stadt hat man die Leute gesehen. Nicht die Geister. Also doch Geister. Da waren sich bewegende normale Leute, Mats. Also war nicht durchsichtig. Das hat man nicht gesehen, dieses Fahrrad. Den ganzen Tag läuft er durch die Gegend. Ja, und wie oft er jetzt hier schon angeklopft ja. hat, innerhalb von einer Stunde. Is that from James? Now, what do you know about James? That he's creepy. He was selling them last Friday at the market. There's a market every week type thing. And I usually go there for lunch. So you wouldn't buy one of these? No, I wouldn't. Doch, sie sind die leckersten Mirror der Welt. Was she into this sort of thing? No, I don't think so. She bought one, and I went round to her flat to try it out. You're meant to see ghosts or spirits or something. It doesn't work. It's broken, it doesn't work. You're just meant to stare into it. Shall I show you? Ja! Go ahead. So aufgeregt. Okay, so lass mich raten, man guckt da rein. You just stare like this. Bin sehr gespannt. Ich glaube, es hat nichts Übernatürliches, leider. Doch, doch, doch. Gleich. Then you see nothing. Darkness. See what? Sorry. look. You're meant to see a ghost or something. Look, it doesn't work. Da sind... Die sind alle enttäuscht. Bei ihr hat es doch gerade funktioniert. Ja, ne? Da sind Anführungszeichen Work. Anführungszeichen vorbei. Gibt's da jetzt irgendwas Neues? Hat sie irgendwie Kate? James was in the last Friday. Na, also wir wissen jetzt ja, dass sie Kate bei James ja wohl was gekauft hat. Was hat sie... Ja. Ja, hat sie irgendwas zu ihrem... Ihr, was sie letzten Freitag gemacht hat, gesagt? Donnerstag, ja. Library gesehen? Warte mal, hat die gesagt, dass sie Donnerstag weg ist, oder er? Ja, nee, sie hat es gesagt. Sie waren bei ihren Eltern am Donnerstag.
War das Donnerstag normal? What? Ach, Thursday Night. Okay, dann ist das egal. Ich frag mal Simon, was er zu dem Mirror sagt. Zu dem Black Mirror. Das wird noch ein Spiel mit Black Mirror. Simon ist, ne? Kann man vielleicht auch nochmal nachfragen. Ob der vielleicht. Zu James. James? Wer war nochmal James? Nee, bei wem waren wir denn gerade eben? Aber der hat, James. Wir haben ja nichts Neues. Bei James. Genau, wir haben ja nichts Neues. James is. He's into like New Age stuff, mysticism, magic spells, that sort of thing. He's nuts, though. I mean, he thinks the government are tracking him or something. Why would he think that? I don't know. You'd have to ask him. Ah, war das? Was? Nee, war kein Item. Können wir ihm nicht wirklich was Neues fragen? James. Mach mal doch heim, Simon's Homebrew. Hä? Ganz unten. Okay, ich dachte, da kommt irgendwas, weil es angeblich stark ist und bla und gehandelt. Ach so. Ja, wir können ja eh nichts über mitnehmen. Ja, man kann nicht die neuen Informationen wirklich einbringen. Das ist immer nur die vom gleichen Gespräch, aus irgendeinem Grund. Vielleicht kommt das noch. That's all for the moment. Thank mal gucken, müsste ich eigentlich neue Tipps haben. Weil ich habe jetzt ja mit allem über alles geredet. Ja, there must be a contradiction. Call it Chief. Aha. Jetzt ist der Chief also random da. Chief, help. There are a bunch of really weird people here. Und meine Augenbrauen machen wieder, was sie wollen. Chief, have you seen this mask before? I don't see it, we're on the phone. Idiot. Chief, me again. A few things have come up. I met someone called James Wilson. Bit of a dropout into witchcraft, magic, occult things. Makes scrying mirrors. What the heck's a scrying mirror? Scrying, Chief. It's an occult thing. Black painted glass. You're meant to stare into it until you see ghosts or something. Emma Bowman knew about it. They all know each other from college. Emma said he was selling these mirrors last Friday at the local market. What was he doing Friday night? I'm not sure. Said he couldn't remember the last time he saw Kate. Lives on his own, so I doubt he has an alibi, but I don't see any motive yet. Well, look harder and double-check where everyone was Friday night. Right. Thanks, Chief. Danke, Chef. Das, also, wow. Damn it. Must be a contradiction. Ja, siehst du, es geht um den Freitag. An dem Freitag soll die Sache mit dem, also da soll der die verkauft haben, der James, dieses Black Mirror. Also ich so. Dann hätte er ja ein Alibi. Und das war dieses Event. Das war auch am Freitag. Ist der Streit, meinst du? Nee, der Streit war am Donnerstag. Das ist das große Dorf-Event. Der Streit war am Freitag. War der Streit auch am Freitag? Ja, der war Freitag. There must be a contradiction somewhere.